Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja, in der letzten Folge haben wir das Future Arc begonnen, haben uns eine kleine Cutscene angeguckt, wie es so zu einem Treffen zwischen Lord Aston und Fürstin Carrie, Fürstin, ja, Lady Carrie, genau, zustande kam, also Aspens Eltern. Und ja, mehr haben wir noch nicht erreicht. Bleah. Wir haben Heiratsanträge von anderen Tales of Charakteren bekommen. Einen kleinen geldgierigen 13-jährigen Mädchen und 19-jährigen Waisen helfenden, was weiß ich. Sophie. Mein Gott, irgendwie habe ich das Gefühl, wird sich alles um den Tod drehen. Sogar da im. So, hier sind welche drin, mein Gott. Sophie. Okay, dann gehen wir mal zur Ostlandstraße. Ost. Und ist da unten. Ja, von den Aufnahmeeinstellungen jetzt, das Mikrofon scheint jetzt ein bisschen synchroner aufzunehmen. Also früher war es immer so, ich habe was vorgelesen, irgendwie. Keine Ahnung, die Textboxen waren, glaube ich, zu schnell weg, als ich das vorgelesen habe. Also ich habe vorgelesen schon, die Textboxen waren aber schon lange weg. Irgendwie, keine Ahnung, war es so oder umgekehrt, weiß ich jetzt nicht. Aber diesmal scheint das viel besser zu sein, also ja, hätte ich schon viel früher machen sollen. So, hier gibt es doch immer irgendwie was, oder? Nee? Okay. Dann hier. Okay. Ja, und ich habe offscreen vergessen, irgendwas in den Mixer reinzustellen. Yay! Ja, egal. Dann, ich bin doch hier richtig, oder? Sind wir in der Ostlandstraße? Landstraße Ostland. Ah! Okay. So, mal gucken, ob wir stark genug sind. Mann, die gibt's auch immer noch. We've got this. Band! Ich bin der Fürst von Land, ich hau euch weg. Bam! Ja, hat er den angeflogen? Nochmal wie bekloppt. Bam! Ja. So, Bam, zack. Oh, jetzt setz mal schön den angefallen. Bam! Mal ein bisschen locker annäher. Aua. Aua, was? Bam! 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 Ja. Ja, muss ich nur einige angreifen, nehme ich mal an. Wieder Spam, um die aufzuleveln. Mein Gott, was so? Ja, okay. Und zack! Weggesagt. Mein Gott, wie viele Erfahrungspunkte. Ja, okay. Ich habe mal nachgucken sollen, welche Level die waren. Aber naja. You saved my life. Are you hurt? No, I'm fine, but the soldiers. Bailey, can your men take him back to Lond? Right away, sir. Danke schön. These monsters have become more active of late. I know. Each week seems to bring more of them. I was hoping they died down for good. Increase security on the high roads. We can't afford for anyone else to be hurt. Yes, my lord. I'll send more guards right away. Hat eigentlich keinen Sinn. Lambda ist doch kaputt. Also kaputt nicht, aber schon. I hope this is the last of it. Come on, Sophie. Let's go back. Something wrong? Okay then. So ganz offensichtlich, was ist nicht in Ordnung, mein Gott. Sieht man das nicht? Da haben wir irgendwas hier zum Einsammeln und so. Ja, da haben wir was. Zack.
Verdammt, 95 alt. Yes! Okay, wieder zurück nach Land. Ich könnte zu Fuß eingehen, aber ich könnte ein paar Skills verpassen. Fame? Warte, ich meine Skills oder... Land. Ja, ich meine, ein paar Schritte hier noch zurück. Also paar überhaupt jetzt auf der rechten Seite, ne? Oder ja, oder weiß ich jetzt nicht, auf der linken, ich glaube auf der rechten, ja, schon lange her. So, hier sind wir. Yes, aber jetzt sagt kein Skit ist an dem Schwächpunkt, ne? Verdammt, der Like. Dann zurück nach Land, einfach so. Wo sind die anderen? Unsere Truppe ist nicht komplett, was soll das? Müssen auch alle hier sein. So, ich weiß nicht. Stundenmäßig dauert es ungefähr so 10. Warum habe ich das nicht eigentlich auf dem Weg zurück gesagt? Jetzt muss ich damit anfangen, ne? Yeah. Ja, bitte, Sophie. Are you going to die too? Am I... what? Will you go away forever, like your father did? If I protect you, will that keep you alive? Oh, that's... thanks, Sophie. But dying is something you can't do much about. I could catch some disease or trip and fall down the stairs or anything, you know? Das ist ein ziemlich idiotischer Tod, aber egal. Even if I live a long life, my time's still going to end eventually. But you don't have to worry. That's probably decades away. But that's nothing. Not when time passes so quickly. It wasn't so long ago that you used to be shorter than me. And you were a much slower runner than you are now. But I'm still the same. I haven't changed in years. Is it because I'm different from everyone? Will I be left behind because I'm not human? Sophie. I'm sorry, Asbel. I'll see you at home. Mein Gott, warum stellt sich das Mädchen so komplizierte Fragen? Das ist ja nicht gesund. I do not wish to pry, Lord Asbel, but did you and Sophie have a fight? She fled straight to her room the moment she came home. Sophie. Oh, and this arrived while you were out. It's from King Richard. Could you get Bailey for me, Frederick? Right away, sir. Was hat er uns hinein geschrieben? Was sagt er schon wieder aus? What did it say? It's about the recent increase in monster attacks. Apparently the same thing is happening in Windor, Strata and Fendel. Then it's worse than we thought. Looks like it. Do you have a plan, sir? Richard thinks he's found one of the monster's nests. He's convinced all three countries to join forces and destroy it. So the letter was a request for your assistance? Yes, which means I'll be leaving Lant for a while. Then I wish you safe travels, Lord Asbel. I will watch over things in your absence. Thank you, Bailey. I'll head for the capital tomorrow. Understood. Wow, auch aus diesem Kaff. With you, Master Asbel? I'd like to, but I'm not sure how she's feeling. Da gucken wir mal nach. Und wir gehen schlafen. Okay. So. Ich hatte so viel einen Besuch ab. Okay, wollte schon sagen.
Wenn sie jetzt sogar hier wohnt, ey, mein Gott, okay, wo soll sie jetzt sonst leben? Und ja, nach vorne hat den eigenen Planeten. Come on, Sophie, let's get going. Sophie? Are you hiding? Come on. Lord Asbel, if you're looking for Sophie, she left some time ago. What? Did she say where she was going? No, I'm afraid not, my lord. Isn't it a little early in the morning for all this racket? Sophie's gone. Well, don't panic. She probably decided to visit a flower meadow or something of that nature. Leave finding Sophie to us. Right now, you should head to the capital. But... Sir, daylight is wasting. I promise to devote all our efforts to finding her. I just... It would not be good to keep King Richard waiting, my lord. Ja, sonst will er wieder die Welt erobern oder so. You're right, of course. Okay, I'm counting on you. Yes, sir. Asbel? Do think about meeting with at least one young bridal prospect when you return, Mom, I told you. Unless, of course, your resistance is because you have someone in mind already. No, that's not... I mean, maybe I do, but maybe I don't know. So indecisive. This is one of the most important decisions you will ever make. So if you have your eye on someone already, I'll burn those other proposals myself. Can we please talk about this later? I need to go. Tja, dann mal auf nach Barona. Wir haben immer noch das Flugschiff, ne? Wo parkt das Ding überhaupt, ey? Sind wir der alleinige Flieger, alleinige Pilot hier von diesem Ding oder was? Wäre cool. Gehen wir mal rein. Ich glaube, ich habe irgendwie 5-6 Skizzen irgendwie verpasst. Obwohl, nur mit Espel im Schlepptau. So, der ja, Statue. So, wo war noch mal dahinter, ne? Dann lass mir Richard nicht warten, sonst macht er wieder irgendwelche krummen Sachen. Richard ist ja jetzt einer von den Kuhn, hoffentlich. Weiß man nicht. Wer weiß, was in den 6 Monaten passiert ist. Hier oben. Ne, hier ist glaube ich die Schenke, ne? Ne, hier ist das Schloss gut. Alles wie geplant. Das Browner war auch schon lange mehr. Entschuldigung. Hello, Asbel. It's so nice to see you again. Frag mich, wer das ist. Sharia. Wait a minute. What's the matter with you? I just didn't expect to see you here, that's all. King Richard has asked our relief organization for assistance. Is that so? Well, I'm sure you'll be a huge help. Why are you acting so weird? It's nothing. So, how's the relief work going anyway? We've been running ragged lately. People need our help more than ever. I've lost count of how many times I've visited Strada and Fendel. That busy, huh? So does that mean that the monster attacks continue to keep on increasing? We're at our busiest when times are bad. It's been pretty difficult.
Honestly, I'd happily lose my job if it meant things were peaceful again. So, where's Sophie? Why isn't she here? Well, she... Tell me the truth. She's not sick, is she? No, she's fine, but she... Lord Asbel, Miss Sheria, thank you both so much for coming. It's good to see you again, Duke Dallin. His Highness is waiting in the throne room. Right this way, please. So, Sheria hat den Reisende Highland-Titel. Okay. Das hat euch auch richtig gut. Im Future kommen noch ganz viele, viele verschiedene Titel und Seelenbrigade und nichts Besonderes. Aber das kommt noch, oh ja. Zum Thronsaal. Zum King. Noch eher mit neuer Klamotte. Asbel, Sheria, thank you for coming. What is it, Richard? Nothing. Don't worry about it. I'm sorry, Asbel. You came here despite all that's going on right now. It's no trouble at all. I'm always ready to help you. Always ready to help out. You haven't changed at all. All of this was in no small way all my fault. Yeah. However, getting rid of these monsters is the best way I can think of to make amends. And yet it seems that I can't even do that without your assistance. Yep. It's all right. Apologies for the delay, Your Highness. Okay, langsam treffen wir uns doch alle hier wieder. It's good to see you again, Captain. And you as well, Hubert. Now we just need Pascal. And our merry gang will be complete once again. Wasn't Pascal supposed to accompany you, Captain? Yes, I waited for her at the harbor, but she never showed up. That girl never changes. I swear. What's she doing now? Well, most of us have gathered, so let's go ahead and begin. In the last month, monster attacks have been occurring in Strata with greater frequency. It's the same in Fendel. We have fewer monsters, but each seems to do more damage than the last. A familiar story. We and Windor share the same problem. Do we know what's causing this? We've been looking into it, but so far have learned nothing. However, we also know that King Richard has located one of their nests. Recently, some of my knights stumbled onto an ancient underground ruin in the area near Glowandi. The place was crawling with creatures spawned from Lambda. I knew the foul beasts had to be hiding somewhere. An underground nest? It's worth investigating at least. And if we can destroy it altogether, it should help cut down on the number of monster attacks. The ruins appear to be of a Marcian origin. So that's why you wanted Pascal. It's indeed unfortunate that she didn't make it. Unfortunate, but not critical. We'll just have to investigate without her. I suppose so. By the way, Asbel, where's Sophie? She's...
Actually, let's talk about that later. Right now we should focus on the ruins. Asbel. Very well. With your permission, Highness, we shall strike out immediately. The entrance to the ruins is in the catacombs beneath Barona. Let's get going. Alles klar. Ein 5, jo. Auslaufschirmsleiter, Spezialer habe ich wieder. So, wen haben wir da? Hubert. Wir tun die schon alle aus automatisch ausrüsten, ne? So, Auslaufschirmsleiter. Spezialer Tache. Des Kanzlers, des Findel Imperiums, mein Gott. Und Richard, ja, das kann noch ein bisschen dauern, bis ich mit denen alles hier habe. So, wir sind jetzt auch von Richard jetzt hier in Begleitung. Schön. Ja, weiß ja nicht. Mal anstatt Hubert Richard reinpacken. Und weiß nicht. Können wir den mal steuern. Mein Gott. Kann immer noch die ganzen. Er kann die ganzen mystischen Arts auf jeden Fall. Aber das wird noch sehr lange dauern, bis er auf dem gleichen Stand wie die anderen. Aber er hat alle gemeistert, was? Er hat alles gemeistert. Ist doch nicht zu fassen. Ich habe wieder so viel trainiert. Okay, das macht das Aufleveln der Dinger ein bisschen einfach. Was soll's. Dann gehen wir mal auf jeden Fall schon mal auf den Weg zu den Barona-Katakomben. Dann wusste ich doch. Fünftes Rad. It's been too long, Asbel. I know, it's been a while. It's good to see all of you guys again. Ja, da wäre Spaß dran. Well. Likewise, it seems I've seen these two more than my own brother lately. Wait, you have? Hubert is in charge of Strata's Nova Monster Eradication Force. I've seen him at the Tri-Nation conferences. My responsibilities have also taken me to Fendel, where Captain Malik has been of great assistance. As the Chancellor's envoy, I've had chances to meet with King Richard on many occasions. Hold on, seriously? And you guys never invited me? Come now, Asbel. These are hardly social calls. Okay, na und? Asbel gammelt da in Land rum. Die haben Spaß ihres Lebens, ey. So, was wollte ich jetzt gucken? Ausrüstung. Oh, er hat ein Kaiserab hier, das irgendwie verbessert ist. Okay. Was nehmen wir denn hier noch? Ja, den seine Titel zu leveln, das wird den seine Arzt. Obwohl, der dürfte eigentlich auch nicht so viel, sie eigentlich auch nicht so viel einsetzen. So wie Espel oder Sophie, die irgendwie 800 Mal irgendwie ein paar Sachen einsetzen müssen. So, wir müssen zum königlichen, wie auch immer das nochmal hieß. Und das war hier oben, mein Gott. Denkmal ist das, glaube ich, ne? Da müssen wir auf jeden Fall hin. Oder ist da die Militärakademie? Ich glaube, wir sind hier richtig. Jo. Barona Katakomben. Königliches Heiligtum, meine ich. Okay. So hat Richard Dingens ausgerüstet. Den. Nein, er hat immer noch die schwarzen Klamotten. Er hat den maskierten Schwertkämpfer immer noch. Rip, rip. So, dann muss ich mal kurz gucken. Vormangel, Robin, Daphne hat er alle. Okay. Und Arzt kann er noch einsetzen und Arzt. Werde ich ja sehen. Ich werde ihn die meiste Zeit wahrscheinlich sowieso steuern jetzt. Warte. Zack, danke. Dann gehen wir schon mal hier rein und gucken wir mal. Für den Ruineingang. Ja, gehen wir erstmal zum Eingang, würde ich sagen. Hier sind immer noch die ganz alten, schwachen Monster von was weiß ich, längst. Vergangenen Tagen. Mein Gott, Entschuldigung. Warte mal hier, Arcana Trank, geil. Da war nix. Also ich gucken wir uns mal hier noch um.
Ich schätze, ach ja, es hat ja schon eine Truhe. Bams, Gnomenwand. Versteinerungseffekt runter plus 100%. Oh, Kreisverteidigung oder. Nehmen wir das. Verteidigung. So, weise Worte. The relief organization must be tough work. Yes, but it's also quite rewarding. And after all the hard work, it got me thinking about the past. It's a little late, but I finally understand how you felt when you decided to become a knight 7 years ago. You do? You wanted to get stronger so you could protect your friends. Yeah, you're right. So will you support me? Of course. Give it your best. I will. The phrase, men surrender their ideals in adolescence, women pursue them in maturity, comes to mind. Wise words. Who spoke them? The one and only M. Caesar. I've heard that name before. Wait, that's your name. Mein Gott. Lange gedauert, Hubert. Na gut. Dann gucken wir uns das doch mal an, wie er hier aussieht. Ich will das auch direkt einen Speicherpunkt irgendwo. Die Windbergruine. I can't believe all this is underneath Glowandi. It's the first I've known about it. We found a similar looking ruin beneath Wallbridge, remember? That's true. They do seem quite similar. I imagine the Amarcians built them around the same time. I wonder what they're for. I'm sure Pascal would be full of theories. Perhaps. At any rate, let's press on and see what we can learn. I sense powerful monsters down here. Keep your wits about you. So, wann kannst du denn sowas spüren? Egal. Noch ein Skill. Ruhm ohne Reichtum. I've been hearing about your work from travelers. Everyone says you're doing a great job. In Strata, King Richard is more popular than even our own president. You can actually buy trading cards with his picture on them. In Fendel, his popularity rivals that of the Chancellor. I'm not sure who is more famous. Please believe me. I don't lead these monster hunts out of some mad desire for fame. My earlier actions dealt a considerable amount of economic damage to both Fendel and Strata. To make restitution for those deeds, Windor has taken on massive amounts of debt. But I'm no fool. Confidence in leadership is something that no amount of money can buy. Your popularity is manifest proof of the trust the people of this world hold for you. In truth, you're the envy of leaders everywhere. Thank you, Malik. And yet, does that justify what's happening? Justify what? My retainers are selling keychains with my face on them. They make dolls in my image, and even King Richard fruit snacks, all to pay down the debt. How shameless! Der Tonfall, mein Gott. Ja, ja, ich erinnere mich, in Future Arc sind die Skills ein bisschen witziger gestaltet. Das habe ich nicht vergessen. Mein Gott. So, dann würde ich jetzt aber erstmal sagen, das war's wieder für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Crisis F. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.